Herzlich willkommen zurück zu Prey. Mit mir. Ja, natürlich. So. Letztes Mal sind wir hier durch. Was war das? Durch den Frachtraum gestiefelt, genau. Wir haben den. Wo kommst du denn her? Ich meine, das Klo-Munition, aber. Wo bist du denn her? Dass der mal verantworten kann. Kann sich erstmal noch ein bisschen mit was anderem begnügen. Wir wollten jetzt runter in den Reaktorkontrollraum. Wie gesagt, letzte Folge haben wir den Zivis geholfen im Frachtraum. Wir haben neue Psi-Fähigkeiten erlernt. Deswegen unten links seht ihr. Seht ihr unseren wunderschönen Schild, der wahrscheinlich sehr nützlich sein wird. Warum bist du korrupt? Warum bist du überhaupt existent? Oh, noch zwei Schuss in der Klokammer. Das ist auch die Kanone, die ich nie nachlade. Über das Neuromods kann ich nicht herstellen. Dann der bestimmt nicht mit Sicherheit Schlüssel. Ja, genau. Ich musste dafür irgendwo meine ID zurücksetzen, nur mir eine neue geben. Ach, kann ich den auch nicht scannen? Ja, da ist wohl keine Option mit dem ganzen Stromgedöns. Oh. Psi-Hypo. Ein Hypospray. 3. Das können wir sogar hacken. 3 kriegen wir hin. Also. Voraussetzungstechnisch. Skilltechnisch ist das auch sichtbar. Was gesagt? Easy. Easy. Das Geschütz ist eingefahren. Das ist natürlich ein bisschen vorsichtig sein, nur weil das Ding hier abgeschlossen ist, heißt das nicht, dass es hier keine Mimics geben könnte. Aber das sieht doch ganz gut so weit aus. Gib mal her den ganzen Shit. Sauerstoffflaschen. Medikit. Neuromods. 3 Stück. Hat sich gelohnt. Fazit. Hacken als Fähigkeit lohnt sich definitiv. Wie viele Neuromods haben wir denn? 7 schon wieder. Wenden kurz das. Das heißt, wir werden uns jetzt direkt den nächsten Schild aneignen, hätte ich gesagt. Weil auf 20 Meter, ob wir auf 20 oder auf 30 Metern Sachen bewegen können, ist jetzt erstmal nicht so, interagieren können, ist erstmal nicht so wichtig. Da hätte ich lieber den Schild. Machen wir lieber den Schild. Von einem Albtraum verfolgt. Ist dem so? Da hinten, das war vermutlich in der Ecke. Ah. Das da hinten in der Ecke war vermutlich ein Albtraum. Aber wie wir festgestellt haben, lohnt es sich nicht wirklich, die zu bekämpfen. Die droppen größtenteils ja nur dieses komische Typhon-Zeug. Oder wenn wir nur das rauskriegen, lohnt sich das nicht wirklich. Also wenn wir jetzt ewig viel Munition wieder rauskriegen würden und vielleicht ein paar Waffenverbesserungen und so, dann lohnt sich das. Aber so, so nicht. Darum gehen wir den lieber. Ich meine, die Phantoms oder so, die kriegt man wenigstens schnell da. Wie viel Schuss haben wir noch? Pistol um die 100.
Glowkanone ist sowieso immer voll. Schrotflinte noch 40. Das heißt, erstmal müssen wir noch nichts herstellen. Haben wir auch einen Recycler irgendwo hier? Wir haben hier einen Fabricator. War nicht oben einer? Das da ist einer, ne? Nee, das ist kein, das ist ein Operator-Dispenser. Das ist Sicherheitsstation, in die wir nicht reinkamen, irritierenderweise. Da waren die Atmosphärenkontrollen. Jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit hier sitzen, bis der Albtraum verschwindet, weil das ist so langweilig. Ich wünsche, man könnte richtige Fallen stellen. Das wiederum ist faszinierend. Warum gibt es hier überall korrumpierte Technik-Operator? So, da müssen wir hin. Da geht's woanders hin. Genauso wie da hinten. Das ist offensichtlich. Obwohl, vielleicht kommt man, wenn man darum geht, da hinten. Ich nehme das mal, ne? Also. Wir verstehen uns, mein Freund. Geht auch einen Weg entlang und da oben liegt auch ein korrumpierter Technik-Operator. Oder allgemein ein korrumpierter Operator. Technopath. Ich dachte schon. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. So viele Korrumpierte hier. Water Treatment Facility. Das heißt, wir machen den hier doch lieber weg. Nicht, dass er nachher aufsteht, um seinen Herrn und Meister zu retten. Das brauchen wir ja dann nicht. Ihre Psychometriedaten ändern sich, sind korrumpiert. Beunruhigt sie das? Jein, mich beunruhigt das nur minimal. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Vernichte den Technopath, der den Eingang stört. Lol. Also der Technopath kann verhindern, dass ich quasi irgendwo weiterkomme, einfach weil er die Tür korrumpiert. What? That's actually pretty. Wir kommen ja nicht durch die Tür. Das heißt, wir müssen oben rum. Das heißt, wir brauchen einen Weg nach oben. Das heißt, unsere Glowkanone kommt jetzt mal ein bisschen mehr zum Einsatz. Was lass du für eine Scheiße? Das Ding über mir stört. Wahrscheinlich hätte ich auf die andere Seite gehen sollen. Aua. Ach so. Benutzt Schock. Elektronik. Das wusste ich nicht.
hier hin. Nein! Nein. Jetzt hier hin. Ach, warum kriege ich das erste Mal hin, aber nicht das zweite Mal? So. Ich hätte sowas wie eine Taschenlampe. Habe ich bestimmt irgendwo. Weiß man nicht wo. That's actually pretty cool. Das Ding hat so eine eingebaut. Wirklich viel bringen hier zu laufen tut das nicht, ne? Der sein kann. So. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Höheren Absprungpunkt? Ja. Dieses Gleiten, das kannst du jetzt. So. Ah, wusste ich's doch. Hier oben geht's weiter. Nach der kleinen Knitterpartie. Sind wir nun auf dem Weg Richtung Technopark. So, erstmal kurz nochmal hier so ein bisschen Inventar ordnen. So viel Platz haben wir schon wieder nicht mehr. Och, das kommt noch dahin. Na, Anzugsintegrität ist noch zu hoch. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht von Hand essen, damit wir immer das Richtige essen. Ach, wir haben noch ziemlich viel Aalsülze. Na gut. Man isst was man kriegt. Ist da auch ein Bereich? Okay. Wir sehen einen Technopath. Wir sehen ein defektes Geschütz. Was sowieso eine dumme Idee wäre, das zu benutzen. Gegen einen Technopath, der korrumpiert das mal. So, sehen wir irgendwelche explodierenden Gegenstände, die wir benutzen. Hauptsache, du siehst mich jetzt. Ich habe sie gefunden, Problem gefunden. Technik-Operator hat Flammen, der hilft. Gerade nicht. Technopath interessiert das noch nicht, dass ich eine seiner Kreationen angreife. Der ist gut. So viel Schuss haben wir leider jetzt nicht mehr, aber. So, was mache ich denn mit dir, mein Freund? Was tue ich mit dir? Parallel gesteuerte Prozessoren. So, entweder unter mir ist ein Operator oder hier hinter. Schwächen. Elektrisch, Explosion, psychisch, EMP. Wir haben noch ein paar EMP-Granaten, ne? Sogar ziemlich viele. Ich kann das Ding nur aufbrechen. Phantoms haben wir ja auch. It's actually not that good. So, da ist der Techno. Phantom ist irgendwo rechts.
hört sich sehr nahe schon an, das Stapfen von dem. Eindeutig zu viele Schuss für den verwendet, aber der Schild hat sich Ewigkeiten gehalten. Der hat niemals zwei Angriffe gemacht. Wir haben eine neue Sache für Anzug oder für Psychotronik bekommen. Nee. Da. Anzug. Den Schutz gegenüber psychischen Schaden. Das sieht doch auch nicht schlecht aus. Das wollte ich gar nicht. Nicht, dass das alles so mega nützlich ist, aber irgendwie muss ich das ja freischalten, ne? Wir haben den Technopath besiegt. Stellen wir die Energieversorgung mal wieder her. Psychoaktiven Brennen. Ja. Psychowasser, neues Ziel. Installiere den Psychoaktiven. Das haben wir repariert. Was haben wir denn hier schon wieder alles für Questgegenstände dabei? Holy moly. Mineralisch. 13. Holy moly. So, aber wo ist das Phantom? Das ist nicht das da. Das ist definitiv ein anderes. Das ist ein bisschen an die da. Ziemlich genau. Muss ich die galvanischen Phantome vernichten, damit ich daherlaufen kann? Ich habe mich abgeschossen, ne? Wir warten erst, bis er wieder an der Seite rausgeht. Ich möchte ein bisschen Vorbereitungszeit haben, bevor wir gegen den kämpfen. Komm, los, ups. Und auch gar. Falsche Richtung, go. Tut richtig weh jetzt. Aua. Warnung, Vitalwerte kritisch. Aua. Das Schäden.
habe ich dabei? Ich habe, glaube ich, Bourbon dabei, ne? Ja, und Syrup dabei. Aber den müssen wir. Hier sind noch mehr von den Viechern. Hauptsache, ich stecke mich bei allen so ein wie bei dem. Ne? Hier haben wir erstmal eine E-Mail. Blablabla. Hallo Abby, bitte achte darauf, dass dein Team extrem sorgfältig mit der Fangmaschine umgeht. Wir haben letztens eine leere Flasche Old Sarder Bourbon in einer Ladung Aale entdeckt und ich nehme an, dass sie von jemandem aus unserer Abteilung ins Becken geworfen wurde. Niemand will in seiner Unagi-Rolle auf Glas beißen oder auf irgendetwas anderes. Das ist natürlich in der Tat sehr uncool. Ich kann nicht sein lassen. So, was haben wir hier? Noch zwei. Ich mache mir Gedanken. Price, ich stand immer hinter dir, aber jetzt gehst du zu weit. Du musst dich zusammenreißen. Es fällt den Leuten schon auf, Price. Leuten, die höher in der Nahrungskette stehen. Hör auf, Dr. Cole aus dem Weg zu gehen und sprich einfach mit ihm. Ich glaube fest daran, dass du das schaffen kannst. Lass mich dir helfen. M. Mhm. Hallo, Price. Ich habe erfahren, dass sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Ich kann den Ernst der Lage gar nicht genug betonen. Wenn Sie Ihren Dienst auf der Station unter Einfluss von Alkohol ausführen. Ich habe Ihnen ein Rezept ausgestellt. Nehmen Sie die Medikamente, verzichten Sie auf Alkohol und bleiben Sie im Besatzungsquartier, bis wir uns treffen können. Sie sind vorläufig vom Dienst suspendiert, mit Chief Illusions Zustimmung. Damit haben wir die Steuerung freigeschaltet. Was soll man das uns bringen mag? Medikit drin. Das finde ich eigentlich sehr attraktiv. Desintegrierter Kreislauf hat neue Instruktionen gefunden. Das hier ist isoliert, das muss ich mir merken. Etwa unten drin. Nein, dachte ich mir. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen einen anderen Weg darunter oder rein. Muss ja alles unter Strom stehen. Nein. Defektes Geschütz ist auch nicht wirklich hilfreich. Hier ist der gelandet worden. Das Stappen von dem Phantom ist ja schon ein bisschen strange. Ach, lol, der ist da unten. Jetzt sehe ich dich auch.
jagen offensichtlich galvanische Phantome zu Hause. Ich muss eigentlich das galvanische Phantom ganz hin. Oh, nice Teil. Da hat der Schild wieder eine Menge abgefangen. Müssen wir gleich neue Schrotflintenmunition herstellen. Die gibt uns langsam ein bisschen zur Neige. Allenname. So, das könnten wir jetzt schon. Wir gehen jetzt aber erst hier alles durch. Notiz. Blablabla, blablabla. Unsere Rechtszeit, sonst wird das sonst Wochenmenü durcheinander. Die Hälfte ganz, die andere geschlachtet für Sülze. Ach, na gut. Wenn es sich, sage ich mal, am meisten lohnt, Aale als Nahrung zu benutzen, dann möge es so sein. So. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Eine fucking Mimik raus. Und Price Broadway. Alle sind sehr gute Abfallverwerter, aber manche können sie nicht einmal. Können nicht mal sie fressen. Da müssen wir jeden Monat das Becken säubern. Lassen Sie erst das Fangprogramm laufen und alle ausgewachsenen Aale herauszuholen. Das Programm finden Sie am Beckenterminal. Wenn das erledigt ist, können Sie ins Becken. Ich würde Ihnen empfehlen, das Abwasserventil zu schließen, wenn Sie nicht gerade in der Toilettenspülung Ihrer Kollegen duschen wollen. Und passen Sie bitte auf, wo Sie hintreten. Aale sind quasi blind, aber sie haben fiese Zähne. Und in dem Wasser wollen Sie wirklich keine Wunden kriegen, glauben Sie mir. Alle ausgewachsenen, wenn jetzt entnommen verbleibende, haben die Entnahmereife noch nicht erreicht. Automatisiert. Ich glaube, der Schild war eine sehr gute Idee, der hilft mir doch sehr. Wieso steht das hier alles immer noch unter Strom, wenn ich das Phantom vernichtet habe? Na gut. Da kommt ganz viel Aal hier rein, das heißt, wir kriegen gar nicht mehr so viel organisches Freund. Morgens mit. Das nehmen wir alles mit. Sonst noch was? Glaube ich. Also da oben kommen wir halt nicht rein, weil ich bisher nur den Eingang mit der Hebekraft gesehen habe. Wow, 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 wow. So gut. Ich sehe aber auch keinen anderen Zugang. Schon ein bisschen gar krass. Ja, nun gut. Ich habe zwar ein Medikit da drin gesehen, aber wir haben 14. Also. Sollte das passen eigentlich. Jetzt können wir durch diese Tür gehen. Kurz überlegst du, eigentlich bist du gar nicht durch die Tür reingekommen. So, aber wir können jetzt in den Reaktor-Kontrollraum. Ja. Bitte, bitte. So.
An dieser Stelle sage ich dann aber auch recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Folge ist dementsprechend wieder übermorgen, 21 Uhr. Bis dahin, habt ein traumhaftes Wochenende. Haut rein.